Rutsch mal ein Stück hierher, so. Das ist immer so. Müssen, ich bin immer so groß und dick im Bild und du bist immer so wenig. Was denn? Ja, ich hab auch, genau. Hey, du darfst eigentlich vergessen, ich habe über die Hälfte weniger jetzt. Ich habe 130 Kilo und wiege jetzt nur noch 85 Kilo. Also. Jean Renault baut ab. So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dichte. Heute in der Spezial Edition mit Jean Renault. Und der Jean Renault hat uns ja was mitgebracht. Diese Miniaturauswahl an herben Getränken, edle Tropfen, ja, für eure, für, zum, ja, genau. Hä? Wir werden jetzt auf jeden Fall aufmachen. Ihr könnt so lange ein Wort suchen, was man da einführen kann, einfügen. Wir werden euch sagen, was das für eine Sorte ist jedes Mal. Haben zwei Homer-Gläser. Wir werden die einfüllen, wir werden die probieren und werden unsere fachmännische Meinung, wir trinken ja nicht, wir kosten ja, ja, wir kosten, wir haben ja Ahnung, wir wissen ja, was wir tun. Hey, und da ist die Pappe schon raus, ist das nicht? Die McDonald's Gold Card, richtig genial, ich habe gewonnen. Habe ich mir letztens ein Video angeguckt von so einem Typ, die McDonald's Gold Card, also das muss ich euch mal zeigen oder mal verlinken oder am Montag mal. Da war eigentlich eine Flasche mehr drin, aber irgendwie hat der Hannes vor lauter Wut einfach schon eine getrunken. Nein, die ist irgendwie kaputt gegangen. Wir wissen nicht was. Eigentlich ist jede Sorte nur einzeln drin. Außer Feige. Feige ist aber zweimal. Was soll das heißen, ne? Wenn Feige zweimal ist? Das heißt, wir fangen direkt mit Feige an. Ja, einmal für dich, einmal für mich. Wir können direkt, wir zeigen das immer, Feige in unseren Becher rein. Das ist wichtig. Nicht aus der Flasche trinken. Wir sind ja gesittet. Wir füllen das in unser Glas, ja. Probieren dann, wie die Feige schmeckt und dann der Rest ist wunderbar. Der Wusa ist auch da, die Chanise ist auch da. Kennt ihr noch aus früheren Episoden, ne? Wenn es um Alkohol ging, da ist die immer nicht weit überhaupt. Prost, Prost, ne? Wir probieren mal die Feige und sagen mal gleich, was da riecht auf jeden Fall. Im Hintergrund Musik, dass gleich das Video gesperrt wird. Und wie schmeckt's? Ich frage mal dich, weil ich nicht weiß, was ich sagen soll. Sehr süßlich, fruchtig, angenehm im Abgang. Gute, da kann ich mir mein Urteil sparen. Ja? Das, ich bin Bauchredner. Ja, so einen Bauch habe ich schon und reden kann ich manchmal auch. Ich finde es nur interessant. Hier steht nämlich überall Blume drauf. Guck, Blume ins Glas eingebrannt und hier auch, aber viel größer. Was ist Feige überhaupt? Ist das nicht ein... Ist Feige und Pflaume, sind die verwandt? Nein. Gut, dann nehmen wir als nächstes nämlich Pflaume. Und zwar die altfriesische Pflaume mit 21%. Wie viel hat das jetzt gehabt? Ich habe meine Flasche, bin zu dumm. Auch 21% Feige Likör mit natürlichem Aroma. Weiter geht es natürlich mit Pflaume und ich muss auch sagen, die Feige war sehr lieblich, war sehr süßlich, hat sehr gut geschmeckt. Jetzt geht es ums Aufteilen, ne? Weil wir haben jetzt nur noch eine Flasche von jedem. Ja, also Feige will keiner, deswegen packen die gleich zwei rein für euch. Wir packen jetzt mal hier was drauf, wir packen mal hier was rein, wir packen mal hier wieder was drauf und hier noch was rein und dann packen wir noch da, oh toll. Jawohl. Jetzt hast du wieder mehr, das heißt gleich liegt er in der Ecke. So schnell nicht. So schnell nicht. Dann Prost. Prost. Ein Pfläumchen, ne, für den Jean Renault. Ja, es holt rein. Wie im Urlaub, genau. Schmeckt wie beim Chinamann. Weiß ich nicht, wie ist, habt ihr auch ein China-Restaurant bei euch in der Stadt bestimmt? Mehrere, jawohl. Bringen die euch auch, wenn ihr fertig seid mit Essen, immer Glückskekse und Pflaumenschnaps? Ja. Ach und so. Und davor gibt es noch einen Reisschnaps. Und dann gibt es noch eine Massage, genau. Immer. Das ist bei uns so. Und wenn die mit der Massage fertig sind, kommt dann immer so Kokoscreme raus. Aber den will er ja, da freut er sich besonders drauf, deswegen nehmen wir den zum Schluss. Und was ist so ähnlich wie Kokoscreme? Die Likör. Ja, deswegen nehmen wir jetzt Friesenquitte, genau. Denn wenn wir schon bei Feige und Pflaume sind, nehmen wir als nächstes jetzt Quitte. Irgendwie ist das alles dasselbe, oder? Kann das sein? Aber man hat schon den Unterschied gemerkt zwischen Feige und zwischen Pflaume. Aber da muss ich sagen, Feige schmeckt, hat mir etwas besser geschmeckt. Ach du Scheiße. Es wird immer schlimmer mit dem Einschenken. Jetzt seien sie es dreiviertel voll, meins ein Viertel. Also beim nächsten Mal muss ich mir zuerst einschenken. Prost. Dann würde ich sagen, was ist denn?
Ich muss nach den Prozenten noch gucken, genau. Ich gucke, was fehlt. Eisblume fehlt, glaube ich. Eisblume? Wenn das als ob das runtergefallen ist, hä? Das hat er doch getrunken. Was, Eisblume? Eisblume ist weg, aber es ist ja eh, das Wetter passt, da brauchst du keine Eisblume. Bros hier, Quitte, ja. Ne? Zur Titte, Quitte ist, glaube ich, das süßeste bisher. Boah. Das haut, ist ja die Friesenquitte, ne? Dürft ihr nicht verwechseln, Friesenquitte. Und habt da schon mal wieder der goldene Handschuh geguckt. Also ich bin ja, ich suche immer noch Opfer, die mit mir den das dritte Mal gucken, weil ich den ja so gerne schaue. Vielleicht hat der Hannes ja Bock, mit mir mal der goldene Handschuh zu gucken. Gerne. Mein Lebenselixier. Wenn wir schon dabei sind, nehmen wir einfach mal aus der Mitte den Insel-Sandorn, weil der halt in der Mitte ist. Und Mitte reimt sich auf Quitte und deswegen passt das. Der hat nämlich Elsterglanz. Nee, was? Ostfriesland. Gut, habe ich mich verguckt. Da kann ich noch nicht mal erkennen. Hätte ich die eigentlich schütteln müssen die ganze Zeit? Keine Ahnung. Gut. Jetzt schenke ich mir zuerst ein und wenn die Flasche leer ist, hast du nichts mehr. Das ist eine gute Idee. Genau. Dann ist nur ausgleichende Gerechtigkeit, weil eben war es immer andersrum. Genau. Seht ihr den Unterschied? Der Homer bis zum Kopf und hier nix. Bitteschön. Bros. Sanddorn. Ja, das riecht auch schon so. Alt und muffig. So als Zwischentake musste man mal zeigen, was da passiert ist im Hintergrund. Finde ich bis jetzt am gewöhnungsbedürftigsten, weil das einfach so schmeckt, ja. Gell? Wunderbar. Ja. Derb, herb oder derb oder alles, ja. Alles beisammen. Wenn wir bei den Friesen sind, darf natürlich auch der Friesenwatt nicht fehlen. Watt? Friesenwatt? Schoko-Mint-Likör, auch mit 21%. Ich glaube, die haben, das ist alles 21. Jetzt versuche ich es mal besser aufzuteilen, denn das ist ja Schoko-Mint-Likör, wie es auch von Dosmas gibt. Sag mal, gibt es im Edeka oben den Original Dosmas mit Tequila-Zimtlikör normal? Ich sehe überall nur noch diese Special Editions, wo immer irgendwas anderes mit drin ist. Das wäre was. Da müsste ich alles mal zeigen, wo der Frosch die Locken hat, indem ich sage, hier, trink mal so ein. Da wird er gucken und einmal hier und einmal da und einmal neu hier und dann noch was da rein. Da ist gar nicht drauf, sieht aus wie... Nö, das ist eh nicht drauf, aber ich muss ja und dann haben wir ja. Und das ist, sieht aus wie Jägermeister. Jägermeister, klebt der Kleister, Junge, ich sag's euch. Ja, so riecht's auch. Nach Schoko und Minz. Mint. Da ist ein Bläschen im Gläschen. Nicht meins. Ja, schmeckt wie Jägermeister, wenn er jetzt schon seit 2 Jahren auf ist und irgendwie jemand dann reingepisst hat. Also Original Jägermeister, sage ich euch. Weil wir gerade... Watt, ne? Friesenwatt. Kommen wir zum... Erstmal gibt's nochmal ein Ding. Bros. 5-0er Dosenbier. Das schicke ich jetzt an die 5-0er Dosenbier-Gesellschaft, die dann das Video als Werbung schaltet, weil einmal im Video eine Dose zu sehen ist. Das ist ja nicht Marketing. Nee, wir können jetzt, kommen jetzt aber zur ostfriesische Minze. Das ist wahrscheinlich der kleine Bruder vom Pfeffi. Ist auch ein bisschen hell. Eigentlich ist Pfeffi ja immer dunkler, kräftiger, das nicht. Aber da steht auch noch was von Ostfriesen drauf und Friesen an sich. Hier überwiegen andere, obwohl hier oben steht ja auch Ostfriesisch, aber das ist so klein, das seht ihr gar nicht mehr. Wir haben nämlich noch Teelikör und Coco-Creme vom Massagesalon, ihr wisst Bescheid. Deswegen füllen wir das jetzt mal ein. So. Ja, ist so wieder mehr. Also das ist ja klar, dass, deswegen schenke ich ja auch ein, damit ich mich nicht mir beschweren mal rein. Kann. So, ich habe vergessen, was es ist. Minze, ostfriesische. Oh. Gut, probieren riecht, wir mal. Riecht nicht schlecht. Riecht wie Pfeffi mit Wasser und Zucker. Jo, schmeckt wie Berliner Luft, ne? Bei Berlin und Ostfriesland, das ist ja direkt nebeneinander. Wir brauchen aber den guten Nordbrand Pfefferminzlikör. In der Hanf Edition am besten deswegen. Und wo wir gerade bei Likör sind, haben wir den Übergang zum Teelikör, ne? Sieht aus wie Goldkrone. Fand sie auch lustig, ne? Hat das. Wunderbar.
Tu mal den mal rein. Mit, wer hätte es gedacht, 21%. So, füllen wir den mal ein. Und dann mal da, und dann mal hier. Och, das tut mir aber leid. Jetzt habe ich die Gläschen vertauscht. Jetzt habe ich plötzlich ein bisschen mehr wie du. Also, mach doch nichts. Das war doch rein damit. Prost. Teelikör. Was ist mit Tee? Kennt ihr noch die Werbung? Die war doch legendär, ne? Was ist mit Tee? Jetzt hör dein Maul und sauf. Ja, aber was ist mit Tee? Okay, cool. Boah. Also von Tee merke ich da nichts. Schmeckt wie alter ranziger Honig mit Wodka. Genau, so das ist es. Wodka wesentlich besser, ja. Und jetzt kommt das Beste. Ja, das Beste zum Schluss mit 15%. Also wir sind total enttäuscht jetzt. Wir hätten da echt mehr erwartet. Coco Dream. Das ist ja nicht mal Cream, das ist ja Dream. Erstmal schütteln. Für den Effekt. Das muss jetzt aber hier. Komm, noch einmal perfekt zum Schluss. Wow, bei dir sieht es aus wie Toffee, weil da noch so Braunes mit bei war. Das sieht aus wie Orgasmus irgendwie. Ja? King Orgasmus im Glas, jetzt neu. Kann man sich die nicht immer hier auf die Nase stecken und sagen, guck mal, ich brauche noch eine Perücke. Dann sehe ich aus wie Clown Ferdinand, der immer in der Schule verprügelt wurde, aber trotzdem. Wir trinken Prost. Jetzt noch den Coco Dream, dann sind wir fertig für heute mit dem Tasting von den... Der trinkt einfach, guck! Mit dem Tasting vom leeren Karton. Miniaturenauswahl, genau. Und das war der Beste. Ist cool. Er hat ja gesagt, ich hab's doch gewusst. Nein, aber der hat wirklich... Ich finde eh... Diese anderen saure Kirsch, sage ich, geh mal weg, krieg ich Sodbrennen. Saure Apfel, geh mal weg, krieg ich Sodbrennen. Pfeffer, Minz, Likör, sage ich, ist cool, krieg ich Sodbrennen. Ja. Aber so cremige Sachen mit Kokos dabei, das ist, ne, kriegt da Kotzreiz, aber mehr nicht. Sodbrennen nur bedingt, aber hat auf jeden Fall die wenigsten Nebenwirkungen. Hier steht leider nichts drauf. Wir vertrauen jetzt mal, dass der Wusa ordentlich recherchiert hat und dass das, was fehlt, nämlich die... was? Eisvogel? Eisblume, ne? Aber der Vogel und die Blume, das ist ja dasselbe. Und deswegen Eisvogel, Blumenminze. Haben wir noch vergessen, haben wir nicht da. Das war es jetzt von Arktos, genau. Ja. Arktos ist weg. Dafür hatten wir... Nee, Zapdos hat man nicht, weil man, du kannst nichts von dem komischen Zeug hier auf Zapdos abwiegen. Wir prosten nochmal, sagen, das war's von unserer Seite aus. Prost. Riesentitel, Alter. Wir holen uns jetzt auf jeden Fall einen Döner-Li. Wir haben nämlich heute noch nichts gegessen und dann würde ich sagen, war's das von meiner Seite aus. Danke an Hannes, Jean Renaud fürs Dasein, fürs Mitbringsel und fürs Wegtrinken. Bis zum nächsten Mal. Jo. Peace out, vorhaut euch am Set. So, rein das Zeug. So, jetzt könnt ihr eskalieren und dann...